Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Diese Folge wird präsentiert von der Deutschen Telekom. Die Telekom ist der größte Player für Internet, TV, Telefon und Mobilfunk. Ich bin als Digital Nomad nicht mehr wirklich oft in Deutschland, wenn dann im Sommer vielleicht so 6 bis 8 Wochen oder jetzt im Mai zur Vorbereitung von der DNX. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich immer mit der Kongstar SIM-Karte von der Telekom am Start. Und jetzt kannst du auch mit dem Weiterempfehlen von Telekom-Produkten, die du selber nutzt, Geld verdienen. Das Coole ist, du musst dafür kein Gewerbe angemeldet haben. Das geht auch super easy als Privatperson. Und auch wenn du selber einen Vertrag abschließt, bekommst du die Provision als Cashback auf dein Konto gutgeschrieben. Geh jetzt auf www.telekom-profis.de/dnx und check alle Infos zur Aktion aus. Über meinen DNX-Link bekommst du dann zusätzlich nochmal 50 Euro für die erste Vermittlung. Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/dkb und sichere dir die kostenlose DKB-Kreditkarte. Yo Leute, willkommen zur neuen Folge der Lifehacks Show. Live aus Thailand und live aus von meiner Lieblingsinsel Mallorca. Hey Koya. Hi, wie geht's euch? Beziehungsweise dir, Markus. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen im Sack. Ich hatte heute 3 Stunden Kundalini-Workshop. Das ist so eine Yoga-Art und die ist richtig, richtig tough, gerade die Atemübung. Und da braucht man viel Stamina, viel Durchhaltevermögen und deshalb bin ich ein bisschen down. Aber jetzt geht's wieder. Hab mich gerade 1/2 Stunde hingelegt. Okay, nicht schlecht. Ja, ich war heute Morgen bei McFit. Das war nicht ganz so lange, aber weiß auch nicht, ob es anstrengender war als bei dir, aber es war auch hart. Glaube ich. Cool. Also man sieht, wenn man dich verfolgt auf YouTube, wo du ja auch eine große Followerschaft hast, oder auf Facebook, dass du selber ganz gut gebaut bist. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich versuche immer 3x pro Woche zu gehen und das schaffe ich auch eigentlich fast immer. Krass, was ist das Besondere, was Sport dir gibt? Oh, da gibt es ganz viele Sachen. Also zunächst mal hält es den Alterungsprozess auf. Das klingt jetzt schon etwas negativ, aber es ist ein ganz wichtiger Teil, weil ich merke einfach, wenn ich irgendwie mit dem Kind Fußball spielen will oder einfach rumalbern will, dann habe ich keine Lust, es aus körperlichen Gründen nicht zu tun. Das heißt, auf dem Spielplatz selber mit hochklettern, irgendwelche Türme oder auch in den sehr, sehr, sehr amüsanten Wassersportpark hier zu gehen, alle rutschen zu können und all sowas. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also einfach Leistungsfähigkeit kommt ganz dazu, die alltägliche Fitness. Und dann natürlich auch diese Auswirkungen, die es auf das Mindset hat. Also, dass man halt an den Dingen dran bleibt, dass man, auch wenn es mal nicht so gut läuft, einfach weiter trainiert, dass man nicht aufgibt und dass man einfach die Hanteln nach oben hebt gegen die Schwerkraft und dadurch im Prinzip sich selbst ständig wieder auch aufrappeln kann. Und das hat also ganz viele unterschiedliche Gründe. Mhm. Und ein großer Grund ist auch einfach, weil es sich danach sehr gut anfühlt. Also wenn man einfach den Körper trainiert, dann, ich meine, deswegen machst du wahrscheinlich auch 3 Stunden Yoga, würde ich mal sagen, weil sich vielleicht nicht immer währenddessen, aber dann danach, irgendwann merkt man halt, dass was mit dem Körper passiert und das fühlt sich eigentlich gut an. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe. Absolut, die Endorphin-Ausschüttung danach ist echt, oder Dopamin auch, das ist durch nichts zu übertreffen. So, darum war ich auch jahrelang total gerne auch im Fitnessstudio immer. Und immer, wenn ich noch in Berlin bin, gehe ich dann auch eine Runde pumpen. Also ich kann es voll nachvollziehen, was du da eben auch mit den Hanteln erzählt hast. Das ist einfach irgendwie geil, wenn man auch den Prozess liebt. Genau. Wie hat es dich nach Mallorca verschlagen? Ich war 2011 hier bei einem guten Freund damals noch in der Nähe von Santa Ponsa. Und
dort hat es mir einfach sehr gut gefallen. Wir haben eigentlich eine Woche lang nur in den Tag hineingelebt, Flipflops morgens angezogen, Badeshorts angezogen und dann mit dem Cabrio einfach hier durch die Insel gefahren. Und ja, im Prinzip ist alles so ziemlich locker gewesen. Also man hatte so wirklich das Gefühl, das ist so ein Leben wie so auf einem ganz anderen Stern, wenn man so den typischen Berliner Alltag in der U-Bahn vorher gewohnt war, wo es immer laut und dreckig und schmutzig und regnerisch war. Also natürlich jetzt ein bisschen überspitzt als Vergleich, aber einfach nur, um das deutlich zu machen. Ja, und dann habe ich die nächsten Jahre ziemlich oft immer daran gedacht und überlegt, so, warum kann ich nicht eigentlich auch dahin ziehen? Weil als ich hier war 2011, hatte ich auch andere Leute kennengelernt, die hier gewohnt hatten oder deren Eltern zum Beispiel hier gewohnt haben. Und dann habe ich mir gedacht, wie es halt immer so ist, ne? Wenn man halt überlegt, okay, wenn der eine das schafft, warum kann ich es nicht auch irgendwann machen? Und dann haben wir, als ich dann meine Freundin kennengelernt habe, kurze Zeit später, haben wir uns dann eigentlich immer mehr und mehr so dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, lass uns einfach irgendwann mal probieren. Und dann waren wir erstmal ein halbes Jahr hier so ein bisschen auf Probe, um das Ganze uns anzugucken und zu überlegen, ob es uns zusagt. Und dann nach einem halben Jahr, wo wir hier waren, haben wir eigentlich direkt gesagt, ja, das macht uns sehr viel Spaß hier und deswegen werden wir jetzt erstmal hier bleiben. Wie lange, wissen wir nicht. Ja, cool, dass es dann auch mit deiner Freundin so gepasst hat und die genau so in deine Richtung gedacht hat, wie du und offen dafür war, ne? Ja, also um ehrlich zu sein, war sie sogar sehr hilfreich da, weil sie hat sich in Berlin nicht wirklich so wohl gefühlt. Und deswegen war das eigentlich gar keine schwierige Aufgabe, sie davon zu überzeugen, ja. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen auf dein Herzensprojekt, denke ich mal, Aktien mit Kopf zu sprechen. Wie ist das alles entstanden? Bist du dort gewesen, bis wo du heute bist, mit einer riesen Community, einem großen YouTube-Channel, einer großen Facebook-Seite, ich weiß nicht, was noch alles dahinter steht, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen, was dich so ausmacht und warum das wahrscheinlich so outstanding ist im Vergleich zu diesen ganzen anderen Börsentipps und Gurus, die es draußen gibt. Ja, also tatsächlich ist das mein Herzensprojekt. Wir waren jetzt letztes Wochenende, deswegen ist meine Stimme auch noch so ein bisschen bei 70-80%, weil wir waren auf der Investmesse in Stuttgart und es war echt unfassbar. Ich glaube, wir waren insgesamt an beiden Tagen zusammengerechnet, hatten wir, glaube ich, so an die 1000 Leute aus unserer Community da. Alter. Ja, es war schon abgefahren und wir hatten halt Vorträge, wir haben uns gegenseitig ausgetauscht und was da halt auch für ein Feedback kommt, ist natürlich unglaublich. Hammer. Und ich bin da wirklich hauptsächlich hingefahren, um mich mit diesen Leuten dort zu treffen und so eine Art Jahresmeeting zu machen. Ja. Und das Ganze ist damals entstanden, weil, also aus mehreren Gründen, wie immer. Ursprünglich hatte ich seit 2009 immer mehr und mehr Interesse selbst an der Börse. Und habe mir aber sämtliche Informationen und sämtliches Wissen dazu eigentlich so aus dem amerikanischen Bereich aufgesaugt, ne? Also die typischen Bücher über Warren Buffett und so weiter. War aber in anderen Gebieten, also Fitness und so weiter, war man eigentlich ja schon relativ gut versorgt, was YouTube anging. Okay? Das ging schnell aber los in Deutschland, ne? Die ganzen genau. Fitness-YouTuber. Genau, damals 2009 hat Flavio schon angefangen und dann kam nach und nach, mein eigener Fitnesskanal kam dann auch Anfang 2011 irgendwann und dann kam es wirklich wie Pilze aus dem Boden, immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und somit habe ich auch ein bisschen so das Interesse zwischendurch bei den Aktien wieder so ein bisschen verloren. Das ist ja immer häufig so bei Hobbys, dass es so ein bisschen hin und her springt mal. Und dann war es doch eigentlich, muss ich tatsächlich sagen, eine ziemlich strategische Berufsentscheidung irgendwann, wo ich gedacht habe, okay, dieser Fitnessbereich ist immer mehr umkämpft und es gibt immer mehr jüngere, sehr gut aussehende Fitness-YouTuber, die eine bessere Genetik haben als ich, die das Ganze irgendwie noch besser rüberbringen können als ich. Und dann habe ich halt überlegt, teste ich einfach mal diesen anderen Bereich auch bei YouTube aus. Nicht nur, um selbst dort Wissen zu vermitteln und um Geld zu verdienen, sondern auch, um selber noch mehr und mehr zu lernen, mich mehr auszutauschen und einfach meinen Spaß am Filmemachen dort zu verwirklichen. Und das hat auch so ein bisschen gedauert, bis es angekommen ist, weil am Anfang noch viele Leute halt sich nicht wirklich über das Thema, also zu diesem Thema interessiert haben, jedenfalls nicht die, die ich angesprochen habe und alle am Anfang erstmal so gesagt haben, so,
du bist doch der Fitness-Trainer und Personal-Trainer. Hä, was willst du jetzt mit? Also du weißt ja so diese Positionierungsgeschichten. Mhm. Auf einmal du machst was komplett anderes und dann gibt's erstmal so einen kleinen Disconnect. Und das habe ich aber, das muss man eigentlich immer überwinden, muss ich sagen. Das ist aber das, was mir Spaß macht und was ich mache. Und dann habe ich es einfach weiter durchgezogen und dann auf einmal ging es immer mehr und mehr nach oben. Und jetzt habe ich auf diesem Kanal wesentlich mehr Interaktionen, Aufrufe und alles und drum und dran, wie ja tatsächlich mein Fitnesskanal. Ah, den gibt's auch noch, der ist live. Ja, der ist noch live, aber einfach nur allein schon aus den ganzen vielen, vielen Jahren an Arbeit und Zeit, die da drin gesteckt haben, habe ich den auf jeden Fall noch online gelassen, klar. Und ist ja auch eine Menge Content noch dort und warum sollte ich den löschen, ne? Cool. Versuchst du denn, die so ein bisschen zu transformieren oder den Traffic dann auf das Aktienthema zu holen oder macht das überhaupt keinen Sinn? Das habe ich tatsächlich natürlich am Anfang so ein-, zweimal gemacht. Einfach um dafür am Anfang so ein kleines Momentum zu bekommen, aber mittlerweile ist das komplett, habe ich dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, weil das ja einfach vom Thema zwei einzelne Überschneidungen hat, aber insgesamt natürlich nicht zusammengehört und die Leute, die den Fitnesskanal abonnieren, eigentlich mit solchen anderen Tipps eher in Ruhe gelassen werden wollen. Aber man muss doch schon sagen, also dieses Thema und guck dir andere Fitness-YouTube-Kanäle an. Es geht ja immer so ein bisschen irgendwie auch in diesem Bereich Lebenstipps und Erfolg und so weiter. Und da kann man natürlich auch sagen, es ist einfach so die finanziellen Dinge des Lebens eigentlich auch eine interessante Sache, die man schon berücksichtigen kann und sollte. Und deswegen gab es schon immer mal wieder so Überschneidungen, die ich dann auch genutzt habe. Aber das ist jetzt sozusagen vollkommen abgestellt. Also ich mache keine Promotions auf dem Fitnesskanal, also von wegen kommt jetzt zur Invest oder irgendwie sowas. Ja, ja. Kannst du denn vom Feedback her, was die Leute dir so schreiben, rauslesen, was dich so unique und einzigartig macht? Ist es vielleicht deine klare, verständliche, einfache vielleicht auch Ausdrucksweise und Sprache, wenn ich da so an die ganzen anderen Börsenkanäle im TV oder so denke, da versteht man ja irgendwie kein Wort. Ja, also natürlich ist es immer, wenn man sich selbst beschreiben soll, gar nicht so einfach, weil im Endeffekt es die Zuschauer besser beschreiben können. Ich würde aber tatsächlich sagen, weil ich habe ja auch vorher schon YouTube gemacht, das ist so diese typische YouTube-Wohnzimmer-Perspektive. Also du hast hier nicht den Börsenguru, der mit Nadelstreifenanzug vor vier Bildschirmen an der Börse irgendwie die Welt erklärt, mit von Teleporter. Oben herab. Genau, sondern du hast hier im Prinzip einen ganz normalen Privatanleger, der sich das Wissen auch selbst angeeignet hat und der einfach seine Erfahrungen teilt und so typisch direkt in die YouTube-Kamera also spricht. Also du hast es, ich glaube, die Leute haben einfach das Gefühl, ich spreche zu ihnen und nicht mit irgendeiner Leinwand oder mit irgendeinem anderen TV-Moderator. Und dann zusätzlich kommt natürlich dazu, dass was ich auch vorher schon auf YouTube gut funktioniert hat, ne, dass man halt irgendwelche Scherze mit einbaut oder dass man halt Outtakes nicht rausschneidet, sondern dass man einfach zeigt, man ist ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Mhm. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Teil. Und natürlich, ich habe auch Film studiert, Film und Animation und somit klappt es eigentlich ganz gut, so auch etwas komplexere Themen so ein bisschen runterzubrechen und natürlich auch zu zeigen, hey, guck mal, so mache ich das selbst. Und somit das auch vermittelbar zu machen. Also diese Aktie, diese Börse zu visualisieren, was ja sonst eigentlich gar nicht so einfach ist, weil es nicht so wie eine Immobilie oder ein Klumpen Gold ist, die man irgendwie anfassen und sehen kann, sondern weil es ja eher immer so ein bisschen indirekter ist. Ja, so Beteiligung am Unternehmen, hä? Und mit Eigenkapital, was ist das? Und so, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich glaube, genau. Was da auch hilft, sind so deine Walkthroughs oder dass du wirklich authentisch die Leute mitnimmst in deine Backends. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen und dann wirklich so Step-by-Step erklärst, wie dein Portfolio zum Beispiel aussieht. Ja, zum Beispiel, das gehört auch mit dazu, dass man, genau, das, also viele Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, die wissen zum Beispiel überhaupt gar nicht, wo man überhaupt eine Aktie kauft. Ja. Und das ist eine berechtigte Frage. Woher soll man das auch wissen? Ich meine, in der Schule kriegt man es nicht beigebracht und deswegen muss man sich ja irgendwie selbst aneignen. Wenn man aber irgendwo sieht, auf einem Screen tatsächlich, ach, das ist ja irgendwie nichts anderes, als irgendwie einen Dauerauftrag zu machen, das habe ich ja auch schon mal gemacht, ja. Dann auf einmal wird es irgendwie so möglich. Ja, das ist wie damals mit Roger Bannister, der die 4-Minuten-Meile gerannt ist. Ne? Als der es halt geschafft hat,
dann haben es auf einmal alle anderen auch gemacht, wobei das jetzt kein Vergleich sein sollte mit Roger Bannister. Ja, oder als irgendwann, ich glaube, Ben Johnson oder so war das dann auch, als das erste Mal die 10-Sekunden-Marke beim 100-Meter-Lauf der Männer gefallen ist. Genau. Ich weiß nicht, wie viele danach gezogen haben, noch im gleichen Jahr, ne? Genau, ich meine, es wäre halt ein bisschen vermessen, mich jetzt irgendwie so als Aktienpionier zu bezeichnen. Aber na klar, also bei YouTube, YouTube ist eine große, riesige Suchmaschine, okay? Mhm. Und Leute, die sich für dieses Thema dort interessieren und die werden halt dort eben mittlerweile immer mehr und mehr auch fündig. Mhm. Und keine Ahnung, also die Abonnentenzahlen steigen täglich überall rasant an. Mittlerweile auch auf Instagram, so Snap. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwann geguckt, ich kann ja mal, warte mal, hinten im Screen gucken, ich glaube irgendwas mit 65 oder 66.000 oder so. Krass. Und YouTube. Genau, bei YouTube, beim Aktien mit Kopf-Kanal. Und genau 66.000 gerade geknackt, genau. Und sauber. Ja, also das Interesse wächst. Wie viel hast du in deiner Facebook-Community? Jetzt mal eben Schwanzvergleich, alles mal auf den Tisch legen. In der Aktien mit Kopf Facebook-Community haben wir, glaube ich, mittlerweile über 13.000 auch Mitglieder. Okay. Und da kommen schon sehr viele jetzt auch direkt über Facebook, gar nicht mehr über YouTube. Cool. Was natürlich eine sehr coole Geschichte ist. Nochmal so fresh Blood, ne? Neue Leute. Genau. Hat Vor- und Nachteile. Manche haben halt, weil es ist ja schon eine ziemliche Nische, die ich hier, ich mache ja nicht die komplette Börse, also alles, was zum Beispiel rund um Bitcoins oder Daytrading und so weiter geht, ist ja überhaupt nicht mein Thema. Ja? Und wenn natürlich jemand ankommt und irgendwie voll in diesem Bereich halt sich weiterbilden will oder austauschen will, dann verweisen wir immer direkt sehr schnell auf andere Gruppen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach besser ist, eine Gruppe für einen Zweck zu halten und nicht irgendwie alles vermischen, weil sonst natürlich auch die anderen Leute sehr genervt sind irgendwann, wenn nur noch Themen dort auftauchen, die sie gar nicht interessieren. Klar. Wann, wie viel Plays hast du pro Monat in deinem Podcast und wann hast du den gestartet? Der ist ja auch mega erfolgreich. Gut, ja, geht so eigentlich. Könnte noch besser sein, glaube ich. Braucht man vielleicht ein paar Tipps von dir. Aber ich glaube, ich mach zu wenig. Ich mache immer nur so einmal pro Woche Podcast. Und ich weiß gar nicht genau, wann der gestartet ist. Moment, ich schau mal kurz. Ich denke aber, wir haben jetzt 73 Episoden und ich glaube, den habe ich so. Moment, ich gehe mal ganz an Anfang zurück. Habe ich hier irgendwo noch ein Datum? Herzlich willkommen. Das ist Mai 2015, also jetzt auch schon fast 2 Jahre. Alter, und dann haben wir mehr oder weniger gleichzeitig gelauncht. Ich bin ein bisschen später, glaube ich, Juni, Juli oder so. Ja. Ah, okay, siehst du. Ja, ich hatte damals schon im Fitnessbereich Podcast-Erfahrung gesammelt mit der Strandwelle. Damals. Geil. Ja, das war das ist auch das Coole an der Community, weil man immer solche Ideen über die Community bekommt. Und ich habe einfach gefragt, was habt ihr für Ideen für Podcast-Namen? Ja. Und dann kam halt gleich der Begriff Strandwelle. Und dann machte ich so, ja, stimmt, das ist eigentlich ein geiles Wortspiel. Und da dieser Motivations-Podcast damals, ich glaube, das war 2013 oder so, der kam richtig gut an im Fitnessbereich. Hätte ich also nicht gedacht vorher. Ja. Und dadurch habe ich halt schon gemerkt, okay, Podcast scheint wirklich eine richtig gute Ergänzung zu sein, weil es eben im Flugzeug oder im Auto oder auf dem Weg zur Schule und so weiter hörbar ist, wohingegen bei YouTube das eher immer unkompliziert ist. Ja, dann sind immer gleich die Internetminuten weg und so. Ja, klar. Ja. Außerdem gehst du da bei YouTube immer in die Competition zu allen anderen Netzwerken und Sachen, die es gibt. Und der Riesenvorteil bei Podcasts ist so meiner Meinung nach, was ich auch voll gerne mache, dass man den so passiv konsumieren kann, während man noch andere Sachen macht. Genau. So wie ich so mal auch bei Audible irgendwelche Audiobücher oder so mache ich eigentlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie mit dem Hund rausgehe oder so oder morgens trainieren gehe, höre ich ganz häufig auch entweder Podcasts oder gleich bei Audible komplette Audiobücher. Voll gut, oder? Ja. Ja. Genau, Aufrufe hast du noch gefragt, ich weiß gar nicht genau, Abrufe, also da, ich weiß immer gar nicht genau, wie ich die Statistik auswerte, ehrlicherweise, da steht immer irgendwas von Anfragen und dann noch von Hits oder so, oder Downloads, ja, und das eine ist irgendwie immer was mit 20.000 und das andere immer irgendwas mit 10.000 und von daher weiß ich nicht genau, was genau damit gemeint ist. Pro Monat, oder?
für jeden Podcast immer, den ich so neu rausbringe. Und insgesamt pro Monat, gute Frage. Da sollte ich vielleicht mal in die Statistiken gucken. Mal 4 wahrscheinlich, wenn du wöchentlich live gehst, oder was hast du für eine Frequenz? Das kann gut sein. Ich habe immer einmal pro Woche, genau, manchmal auch zweimal pro Woche, aber gestern zum Beispiel nicht, weil ich ja noch ein bisschen angeschlagen war. Genau, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal gucke, am 3. April hatte ich 6.900 Downloads und 25.000 Hits. Cool. Mehr als bei mir. Okay. Das war aber auch ein Tag, wo ich gerade was hochgeladen habe, glaube ich. Das war so eine Spitze. Und an anderen Tagen habe ich dann manchmal auch nur 4.000 Downloads und 13.000 Hits. Oder hier zum Beispiel nur 9.000 Hits und 3.000 Downloads und so, ne? Ja, genau. aber nur, ich meine, ich stelle mir das dann immer so als Fußballblock oder so im Stadion vor, wie viel so 10.000 Menschen sind. Das ist ja schon krass, ne? Ja, das denke ich mir auch, ey, da hast du was wirklich Interessantes angesprochen, weil das denke ich mir auch manchmal bei den Videos, wenn man so ein Video hochlädt und dann sieht man so, einen Tag später guckt man rein, 10.000 Leute haben dieses Video gesehen. Da denkst du so, ui, krass, eigentlich ganz cool, ne? Aber auch ein bisschen, also dann denkt man auch immer so, ui, da muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt, ja. Ja, gut, dass man sich das oft gar nicht so bewusst macht, ne? Und einfach drauf loslegt, weil ich glaube, dann würde es auch wieder an Leichtigkeit verlieren, wenn du zu viel rumgrübelst und machst und tust. Genau, aber wobei man auch immer, und da habe ich eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Ansatz gefunden, dass ich habe nicht so diesen Anspruch, weil das gibt's im Fitnessbereich ist es ja natürlich, geht's auch immer ein bisschen sehr viel um dieses Thema, ja, was ist jetzt besser und wer hat mehr Ahnung und machst du jetzt Push-Pull, Zweier-Split oder Dreier-Split? Da gibt's ja auch immer häufig dann diesen Beef zwischen einzelnen YouTubern und so. Ja. Und im Aktienbereich ist es einfach so, dieses ganze Universum Börse ist jetzt in Bezug auf das Wissen, was jetzt Fitness angeht und Börse angeht, würde ich schon mal sagen, ist einfach die Börse viel, 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 viel größer, schwieriger, komplexer und so weiter. Und da kannst du einfach gar nicht so tun, als wüsstest du alles. Und von daher habe ich immer so, sage ich immer, okay, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe inhaltlich, dann werde ich es im nächsten Video wieder korrigieren. Und das merke ich auch jetzt bei Livestreams, weil bei Livestreams, da kannst du dich auch gar nicht mehr verstecken. Und die mache ich auch sehr gerne bei YouTube. Und da kommen immer mal wieder so komische Situationen oder irgendwas rutscht einem raus und so, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass es gar nicht so, also dass es gar nicht so schlimm ist. Man darf natürlich nicht übertreiben, ja. Ja. Ich habe einfach ein ganz wichtiges Leitmotto, was mir, glaube ich, viel Ärger erspart. Und zwar denke ich mir immer, okay, ich bin jetzt 32, was würde ich mir selbst, wenn ich jetzt Ende 19 oder 20 oder so bin, was würde ich mir selbst sagen und mir selbst empfehlen? Und dann weiß ich schon ganz genau, ich würde mir selbst ja nichts empfehlen, was ich jetzt nicht gut finde. Und von daher, da ich diesen Anspruch habe, gehe ich natürlich viel Ärger auch immer aus dem Weg, dass ich jetzt nicht irgendeinen Schrott pitche oder so, nur weil es Geld bringt. Nee, ich glaube, das auf lange Dauer geht das auch nicht gut. Also sind die Leute schon sehr sensibel, so was man da empfiehlt und was man pitcht und warum man was pitcht. Die sind ja auch alle nicht doof. Ja, vor allem bei YouTube mittlerweile haben die ja Leute ja schon einiges mitgemacht. Und da sind sie tatsächlich jetzt so langsam sensibilisiert, ja. Denke ich auch mal, wenn ich da so an den einen oder anderen Fitness-YouTuber denke, der Bild mit Affiliate-Links um sich geschmissen hat. Genau, ja. Also oder wer auch in anderen Bereichen, ob es Beauty oder Comedy ist, also wer jetzt noch eine Produktplatzierung einbaut, ohne die zu kennzeichnen oder das zu erwähnen, der wird meistens von der Community ziemlich hart bestraft, wenn das rauskommt. Da gab es ja schon alles, jetzt Gewinnspiele irgendwie, wo 1.000 Euro versprochen wurden, die dann nicht ausgezahlt wurden. Ja, einfach nach dem Motto so, kein Bock mehr. Ne? Und das ist auch ordentlich nach hinten losgegangen. Also man sollte nie größenwahnsinnig werden und denken, man ist unfehlbar. Weil so eine Community, die kann sich ganz, ganz, ganz schnell auch mal in eine andere Richtung entwickeln. Das habe ich jetzt schon wirklich oft mitbekommen. Ja. Bei mir selber nur temporär ab und zu, wenn ich mich irgendwie zu stark mit den Veganern angelegt habe. dann ist es schon mal vorgekommen. Genau, weil die sind wirklich eine sehr, sehr, sehr aktive Community. Und wenn die dann ein Video hin und her schicken und überall teilen, dann kann es echt brenzlig werden. Aber mit denen haben wir uns dann auch immer wieder vertragen. Aber ich habe auch schon mal gemerkt, dass es halt wirklich in eine Richtung sehr, sehr, sehr stark nach unten eskalieren kann. Und es ist ja so ein typisches Szenario, gerade bei Männern,
Braucht man nur in die Geschichte gucken, ob es jetzt Napoleon war oder Alexander oder wer auch immer, die irgendwann an einem bestimmten Punkt gedacht haben, sie wären im Prinzip ja unbesiegbar. Unfehlbar, sie wären ne? Gott, ne? Genau, und genau in diesem Moment, wenn man das denkt, dann... Ja, dann ist es zu spät. Ja, ich sag immer, wer hochfliegt, kann auch umso tiefer fallen. Das habe ich auch schon so oft erlebt. Ja, ja. Genau. Absolut. Ja. Ich hatte gerade noch eine kluge Frage. Ich muss mal kurz überlegen, welche das war. nur um das nochmal zum Abschluss zu bringen, einfach die Schwarmintelligenz von den Leuten, die auf deinem Kanal sind, die 66.000 Leute kumuliert, sind natürlich dann exponentiell 1000-mal klüger als du und durchschauen auch alles, was man da macht. Also genau das Thema, man sollte sich da nie selber irgendwie zu sicher sein oder denkt, man könnte irgendwelche Leute verarschen. Zumal man ja immer noch genau. in den Spiegel gucken will oder du nach Stuttgart fahren können willst und ja. den Leuten in die Augen genau. schauen möchtest und nicht ja. irgendwelche Überraschungen mehr erlebst. Ne? Genau. Und das ist sozusagen der eine Punkt, weil ich denke mir halt immer, okay, alle wirklich hervorragenden Ziele oder Ergebnisse, die ich bisher erzielen konnte, waren immer eine Entwicklung aus langfristigen Investitionen. Also wenn ich wirklich mir Mühe gegeben habe mit einer Sache und sie langfristig sukzessive aufgebaut habe, nur dann habe ich bisher wirklich Erfolge erzielen können. Ich habe noch nie irgendwie schnell irgendwas erreicht, noch nie. Also auch egal, ob es jetzt Fitness ist, auch oder mein Einkommen zum Beispiel, dann sieht man halt immer, es geht halt immer so Stück für Stück für Stück immer so weiter hoch, okay? Ja. Und das bedeutet, ich habe jetzt den Faden verloren, warum ich das gerade erzählt habe, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie, weil genau, nicht nur, damit man irgendwie den Leuten in die Augen schauen kann, sondern noch wichtiger finde ich, dass man in den Spiegel schauen kann. Mhm. Weil wenn man in den Spiegel schauen kann, ohne nach unten zu schauen und ohne zu wissen, dass man jemand verarscht hat, dann kann man eigentlich auch automatisch andere Leute anschauen. Okay? Ja. Also sich selbst gegenüber treu zu sein und wenn man weiß, dass etwas nicht gut ist, es dann auch zu unterlassen und so, das führt ja automatisch dazu, dass gar nicht erst zu irgendeinem Shitstorm und so weiter kommt. Das heißt, sowas kann man eigentlich sehr gut vorher sensibilisieren. Zum Beispiel, man macht irgendwie ein Product Placement oder irgendwas, naja, dann haut man es nicht einfach raus oder irgendein Angebot und sagt, boah, geil, kauft euch das, sondern man diskutiert zum Beispiel zuerst mal und fühlt erstmal so vor, ist es denn überhaupt was interessant sein könnte für die Leute, ja, oder diskutiert es erstmal bei Facebook und dann wird man ja dort schon eine Resonanz bekommen. Und wenn man da schon merkt, boah, cool, da wollte ich schon lange mein Video zu, ja, hier aus Österreich, da ist es auch voll das Problem mit dem guten Broker und so weiter, ne, dann dann weiß man schon, ah, okay, wenn jetzt irgendwie 100 Leute das cool fanden, dann ist es auch ein gutes Zeichen dafür, dass alle anderen das auch cool finden. So machen es übrigens auch riesige Unternehmen wie Facebook beispielsweise, die ja immer, die sind ja konstant am Testen, neue Ideen. Und die Entwickler haben ja da auch ziemlichen Freiraum. Und dann, wenn sie jetzt irgendeine neue Idee testen, dann spielen sie es erstmal auf 5000 Leute aus, gucken, wie es ankommt. Und dann rollen sie es immer weiter aus. Ne? Und das ist ja das Coole bei YouTube, was dort eben auch geht. Ja, absolut. Google macht übrigens auch das Gleiche mit den Suchergebnissen, dass sie dann auch mal eine kleine Testgruppe haben oder wenn sie designmäßig was umstellen. Ich glaube, ganz oft ist das irgendwo in Irland oder in Dublin, weil die ganzen Google AdWords-Mitarbeiter, Support-Mitarbeiter sitzen und so. Und die sehen halt dann immer als erstes die Änderungen. Ich weiß noch, dass viele SEOs, um darüber schreiben zu können, auf ihren Blogs dann immer per VPN Irland eingestellt haben, um als erstes dann so die Tests von Google zu sehen. Das ist natürlich super intelligent. Das geht ja auch in die Richtung Lean Startup Approach, dass du erstmal direkt an den Markt gehst und mit den Leuten redest und mit denen zusammen dann irgendwas entwickelst, wie zum Beispiel wir jetzt mit unserem DNX-Rucksack, wo wir dann auch eine Umfrage gestartet haben. Was wollt ihr für Features haben? Was soll der auf jeden Fall haben? Was darf er auf keinen Fall haben? Haben eine Umfrage gemacht und auf einmal haben da über 1000 Leute irgendwie sich die Köpfe heiß diskutiert und an einer Umfrage mitgemacht, sodass du weißt, so wenn der rauskommt, dann ist da schon mal ein hohes Involvement. Ja. Krass, also ein richtiger, echter physischer Rucksack zum Nacht durch Thailand jetten und so. Ja, da sind wir irgendwie wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Das war nie geplant, dass wir irgendwie haptische Produkte machen. Sind gerade ganz gut ausgelastet mit all den anderen Sachen, die wir anschieben und machen. Aber das war so ein junges Startup aus Österreich, Outdoor.net heißen die, glaube ich. Und die haben uns angefragt über den Travel-Blog von meiner Freundin travelicia.de.
der auch einer der größten Reiseblogs ist im deutschsprachigen Raum. Und die wollten Banner, Banner-Kampagne so. Und dann haben sie im Nebensatz gesagt, übrigens, wenn wir mal irgendwas zusammen machen, wenn ihr was mit uns machen wollt oder du, ich glaube, die haben nur Feli angesprochen, dann wir können auch Rucksäcke und andere Sachen zusammen irgendwie machen. Und dann kam so eins zum anderen, haben wir überlegt, ja, einen Backpacking-Rucksack gab es irgendwie schon 10.000 Mal, aber jetzt einen richtig geilen DJ Nomad-Rucksack, gibt so 2, 3, die ganz cool sind, aber keiner ist so richtig perfekt. Und dann haben wir denen das vorgeschlagen und die waren direkt Feuer und Flamme. Und es macht so viel Bock, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die auch so on fire sind und super responsive und agil. Und mittlerweile haben wir jetzt, ist der Prototyp gerade in Produktion. Und die ersten 3, 4 Rucksäcke haben wir dann auf der DNX Ende Mai, wo die Leute dann testen können und denen so das erste Mal anfassen und tragen können. Nicht schlecht. Mit dem speziellen MacBook-Tasche dann an der Seite irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur das, wirklich viel so Gadget und Gimmicks für Nomads, dass man dann irgendwie auch schnell an die Charger rankommt. Natürlich eine MacBook-Tasche, Handgepäckgröße 40 Liter, so dass man damit ganz gut durch die Gegend kommt. Dann irgendwie so ein abnehmbarer Hüftgurt und was weiß ich noch alles. Das sind ja so 12 Seiten voll Features. Wann wird der erste fertig sein? Wann ist der erste fertig? Der Prototyp, der ist dann noch nicht produktionsreif, beziehungsweise geht da noch das Feedback rein. Der ist jetzt Ende Mai und dann denk mal so Juni, Juli, August. Okay. Schade, weil ich bin jetzt nämlich gleich in 3 Wochen auf dem Weg nach Amerika. Da wäre das perfekt gewesen. Weil immer mit so, das ist tatsächlich gerade, wenn man nicht nur Digital Nomad, sondern auch noch halt Videos macht, ne? Also wo du halt sozusagen neben Laptop natürlich auch immer noch Kameras mit hast, Ton mit hast, dann ist sowas natürlich auch erst recht interessant, ja. Dass man im Prinzip wie so eine Art Super Casey Neistat irgendwie immer so alles, was man hat, braucht, direkt irgendwie so wie so ein Polizist, der so schnell an seine Waffe geht, irgendwie so schnell so Kamera rausholen, bam, ja, dann Mikrofon anschließen, bam, 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 ne? Weil gerade auf so Events in Amerika oder so, wenn man irgendwo ist und man will schnell was filmen, dann ist es natürlich immer mit so einer typischen Kameratasche, dann hast du noch den Koffer und also das ist auf jeden Fall bestimmt ein sehr interessanter Bereich, den du da angehst. Kann ich mir vorstellen. Ja, ist super spannend, zumal wir auch noch nicht viel Ahnung hatten, so vom Produktdesign, Konzeption und das haben wir uns da jetzt alles angeeignet und es macht total Spaß, in so ein neues Thema tief reinzutauchen. Ja, da sieht man halt auch immer, dass es mit einer Sache anfangen kann, aber nicht unbedingt halt immer auch bei dieser einen Sache bleiben muss, ja. Dass man halt immer, dass es von einem zum anderen gehen kann auch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, lass mal ein bisschen in das Aktienthema einsteigen oder Investment. Was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, ey, ich weiß, ich müsste was tun, ich kann auch ein bisschen was zurücklegen, weiß selber nicht, wie viel und ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Es macht mir alles Angst, die ganzen Anlageberater und überhaupt, ich habe Angst, Geld zu verlieren, aber weiß, dass ich eigentlich was machen müsste. Was rätst du so Menschen? Ja, also als erstes würde ich mir auf die Webseite des Deutschen Aktieninstituts gehen oder bei Google einfach mal eingeben, Rendite-Dreieck des DAX. Das ist eine richtig interessante Grafik. Anhand der sieht man, wie sich die langfristigen Renditen am Aktienmarkt manifestieren. Weil davor, wo die Leute Angst haben, sind ja diese extremen Schwankungen am Aktienmarkt. Also es gibt ja nichts, was so stark im Wert schwankt wie eine Aktie. Je kleiner die Aktien sind an der Börse, desto mehr schwanken sie sogar in der Regel noch. Und das ist das, wovor die Leute, glaube ich, am meisten Angst haben. Du investierst irgendwie 5.000 Euro oder so und innerhalb von ein paar Tagen kann es um die Hälfte fallen, wenn es gerade zu einem Zeitpunkt ist, wo die Aktie halt anders bewertet wird, ja. Und dadurch vergisst man, dass langfristig gesehen im Durchschnitt das Ganze so mit 7 bis teilweise sogar 8% Rendite nach Hause geht. Das heißt, es geht manchmal 50 oder 60% an einem Jahr nach oben mit dem DAX. Also das sind die 30 größten deutschen Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Und manchmal geht es halt extrem nach unten. Und daraus kommt dann insgesamt so 7% pro Jahr raus. Und je länger man das eben macht und je länger man hält, desto mehr nähert man sich immer diesem historischen Durchschnitt halt eben an. Und das kriegt man auf dieser Grafik eigentlich ganz gut mal vermittelt. Und dann ist meine Empfehlung, also ich will jetzt keine Aktientipps oder so rausgeben, aber meine Empfehlung tatsächlich ist immer bei allem,
Baby Steps einfach anfangen, mhm, und loslegen. Das heißt, sich ein Depot machen und die erste Aktie aus irgendeinem deutschen Index, MDAX, DAX, SDAX, TechDAX, die man kennt, raussuchen und einfach mal 2, 3, 4 Stück davon kaufen. Und wenn es nur 100 oder 200 Euro sind, weil dann hat man Skin in the Game, ja, dann weiß man erstmal, okay, so reagiere ich, wenn jetzt die Aktien mal fallen oder steigen, und kann im Prinzip mit diesem wenigen Kapital, was man erstmal hat, anfangen zu lernen. Okay? Und dann kauft man sich vielleicht mal ein gutes Buch, wie zum Beispiel Gerd Kommer, Souverän investieren. Das ist so der Klassiker für ETF-Investitionen. Also, wo man halt sehr breit gestreut investieren kann. Entschuldigung. Und man sollte einfach immer Schritt für Schritt gehen, weil es wird nicht diesen Punkt gehen, und das ist so dieses Analysis-Paralysis-Problem, was viele haben. Sie gucken sich zum Beispiel 700 Videos auf meinem Kanal an, ohne ein einziges bisschen umgesetzt zu haben. Das Problem ist, da sind Videos dabei, die sehr tief in die Materie einsteigen, zum Beispiel zur Funktionsweise von Aktienrückkäufen von eigenen Unternehmen und was ich alles, die für einen Anfänger überhaupt noch gar nicht geeignet sind. Und wenn man dann erstmal alle Videos sich anguckt, okay, das ist im Prinzip wie so ein Chemielaborant, der irgendwie erstmal sämtliche Doktorarbeiten über Chemie durchliest, bevor er das erste Mal im Labor einfach irgendwas selber mal getestet hat. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Und deswegen sollte man einfach schrittweise vorgehen, einfach anfangen und dann nach und nach einfach weitermachen und weitermachen, mehr lernen, mehr lesen und mehr investieren. Mhm. Und dann kriegt man auf einmal mit, dass es keine Sicherheit gibt am Aktienmarkt. Das ist auch eine Sache, die man verstehen muss. Also normalerweise wollen wir ja alles genau verstehen, zu 100%, bevor wir es umsetzen. Und wir wollen halt wissen, wie steht nächstes Jahr der DAX oder wie entwickelt sich diese Aktie. Aber das weiß halt eben keiner vorher immer genau. Mhm. Und deswegen müssen wir lernen, wenn wir an der Börse aktiv sein wollen, mit Unsicherheit umgehen zu können. Also einfach zu sagen, ich bin so 80% sicher nur oder 70% und das reicht mir, um jetzt einfach loszulegen. Und ja, das sind einfach so ein paar Tipps für den Anfang, die meiner Meinung nach ganz wichtig sind. Und ob es jetzt Warren Buffett oder Peter Lynch oder Charlie Munger oder wer auch immer, kannst du die erfolgreichsten Investoren der Welt nennen. Die meisten von denen sind keine reichen Millionen- und Milliardenerben, die irgendwie mit riesigen Beträgen angefangen haben zu investieren, sondern die waren alle ganz normale Leute, die irgendwann mal mit 11 oder 15 oder 18 ihre erste Aktie gekauft haben und dann einfach weitergemacht haben. Ja, und nicht nur einfach weitergemacht haben, sondern in den meisten Fällen auch einfach gehalten haben, ne? Wie Costolani oder Buffett oder so. Absolut. Das ist halt mein Ansatz. Es gibt natürlich ganz viele, man muss immer wissen, ich vergleiche das so wie mit Olympia. Wenn du jetzt Börse mit Olympia vergleichst, dann gibt es halt bei Olympia, alles ist Sport, okay? Also alles hat mit an der Börse mit Geld und so weiter zu tun. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Disziplinen. Und ich mache nur eine einzige Disziplin an der Börse und das ist im Prinzip der Marathonlauf, also Buy and Hold Investing. Mhm. Und das ist halt das, was meiner Meinung nach am wenigsten Risiko hat für den Privatanleger. Mhm. Und es gibt natürlich auch Dinge an der Börse, die extrem spekulativ sind. Und hier ist es wirklich ein Problem, dass Leute, auch junge Leute, sich überhaupt nicht bewusst sind, was sie dort eigentlich machen. Mhm. Und dann natürlich auf die Schnauze fallen. Das heißt, wenn jetzt jemand das umsetzt, was ich gesagt habe, also einfach zum Beispiel, ich meine, wer kennt zum Beispiel Daimler, BMW oder man müsste einfach mal DAX eingeben bei Google und dann auf die enthaltenen Unternehmen oder auch MDAX, dann sind ganz viele Unternehmen dabei, von denen man eigentlich täglich irgendwelche Produkte konsumiert. Ja, also wenn jeder, der irgendwie beim Einkauf irgendwie so ein paar Spülmittel und irgendwas kauft, der wird definitiv irgendwas von Henkel zum Beispiel einkaufen. Also ganz viele Leute kaufen ständig irgendwelche Produkte von Firmen, aber haben nicht deren Aktien. Und wenn man jetzt einfach von einer Firma, die man schon kennt, wo man weiß, die Produkte sind gut und es ist eine solide deutsche Aktie, die schon seit, keine Ahnung, 50, 60 Jahren am Markt ist, dann kann man eigentlich erstmal jetzt nicht so viel falsch machen. Das ist was ganz anderes als jemand, der sagt, boah, ich lege jetzt richtig los mit Börse und werde Multimillionär. Und dann fängt er irgendwie an bei plus 500 mit irgendwelchen CFD
Kontrakten zu handeln mit hohem Hebel und so weiter und dann auf einmal sein ganzes Geld zu verzocken. Also das sind vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja, ja. Genau. Und ich glaube, das eine, was du eben sagtest, dass viele Leute sich erstmal komplett die Gebrauchsanweisung von vorne bis hinten durchlesen, bevor sie überhaupt starten oder in den meisten Fällen dann gar nicht starten. Das ist dann wahrscheinlich wirklich diese Angst vorm Starten, dass man sagt so, genau. Ich brauche diese hundertprozentige Sicherheit. Die es ja nicht gibt, wie wir gerade gelernt haben. Es genau. ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass bald, keiner weiß wann, vielleicht weißt du es, bald auch mal wieder ein Crash kommt und es ganz normal, dass die Börse wieder runtergehen wird. Die ist ja, glaube ich, gerade kurz mal wieder vor einem Allzeithoch. Das letzte sind sie, glaube ich, gerade kurz davor einzuholen. Wie schafft man es in diesen Situationen, weil da trennt sich ja die Spreu vom Weizen, wie schafft man es da ruhig zu bleiben, keine Panikverkäufe zu machen, dann irgendwie noch hohe Gebühren zu generieren, weil man alles verkauft, im schlimmsten Fall sogar mit Verlust verkauft, da irgendwie zum einen ruhig zu bleiben oder, das ist glaube ich so die Königsdisziplin, dann sogar noch die Kontenance besitzt und zu kaufen und nachzukaufen, weil der Tony Robbins hat das glaube ich mal ganz gut verglichen. Wer würde es zum Beispiel bei einem Ferrari, wenn es den zur Hälfte des Preises gerade gibt oder irgendein Auto, was man schon mal haben wollte, wer würde da nicht zuschlagen? Und komischerweise spielt das Gehirn, die Psychologie irgendwie beim Geldanlegen dann total verrückt. Genau, hier muss man so ein bisschen so eine Trennung machen, weil es gibt natürlich einzelne Unternehmen, die, wenn sie fallen im Wert, sehr berechtigt fallen. Okay, und das heißt, dann macht es natürlich nicht unbedingt Sinn, dort nachzukaufen. Aber wenn es jetzt, wie du gerade gesagt hast, einen allgemeinen Crash einfach gibt und auf einmal alle Unternehmen immer weniger und weniger wert sind, dann wird es tatsächlich für den Investor immer interessanter und immer interessanter. Aber das ist tatsächlich in der Praxis wirklich nicht so einfach, wie es sich anhört, weil man ja immer, wenn man jetzt einen Aktienchart sieht, immer nur den in der Vergangenheit sieht. Und dann siehst du immer in der Vergangenheit die Hochpunkte und die Tiefpunkte und dein Gehirn stellt dir einen Streich und du denkst, dass du diese Hoch- und Tiefpunkte auf irgendeine Art und Weise jetzt vorhersehen kannst. Kannst du aber nicht. Also ich höre dann Leute sagen, ja, ich warte erstmal eine Bodenbildung ab. Ja. Aber du weißt nicht, wann dieser Boden gebildet ist. Also so, und in der Zeit, in der du wartest, verlierst du quasi theoretisch schon wieder an Wert, weil du dann nicht gekauft hast zu dem Zeitpunkt, ne? Genau. Also ein Punkt, wie man eigentlich da ganz einfach drüber hinwegkommen kann, ist über einen Wertpapiersparplan, in den man einfach monatlich eine fixe Summe, die man bereit hat für Investments. Das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte halt in Aktien wirklich nur investieren, wenn das ein Überschuss ist. Okay? Also wenn ich jetzt ein Student bin und ich investiere einfach mein ganzes Geld in Aktien, habe dann aber kein Geld mehr für Miete oder irgendwie für die Semestergebühren irgendwo, dann habe ich ein Problem, weil wenn dann gerade die Aktien fallen und ich muss mit Verlust verkaufen, ist herzlich blöd. Okay? Also ich sollte wirklich erstmal irgendwie so eine Notreservekonto haben. Oder so, ne? Genau. Und dann nur wirklich absoluten Überschuss anfangen zu investieren. Und da reicht meiner Meinung nach 25, 50 Euro im Monat. Und wenn man dann einen Wertpapiersparplan macht und das ist automatisiert, was schon mal cool ist. Das heißt, man stellt es am Anfang ein. Das ist halt wie so ein Dauerauftrag. Da stellst du ein, okay, ich investiere jetzt zum Beispiel 50 Euro in den MSCI World ETF oder weiß was ich. Ja, das ist also ein Index zum Beispiel, der 1600 Firmen beinhaltet. Diese 1600 Firmen werden niemals pleite gehen. Ist einfach ausgeschlossen, außer wenn ein Komet auf die Erde fällt. Aber dann haben wir eh andere Probleme. Ja, und dann kümmert man sich nicht mehr um seine 50 Euro. Und wenn dann das automatisiert, zum Beispiel von einem Verrechnungskonto immer abgebucht wird und dann investiert wird, dann ist es ja sogar so, dass während der Markt gerade mal fällt, du mehr Anteile erwirbst als normalerweise. Ja. Also stellen wir mal vor, der ETF, den du gerade kaufst, hat einen Anteil von, also hat gerade einen Preis von zum Beispiel genau 50 Euro und du kaufst jetzt einen Anteil, dann gibt's einen Crash und der ist nur noch 25 Euro wert, dann erwirbst du auf einmal zwei Anteile. Und wenn man das so ein paar Monate oder sogar mal ein Jahr oder zwei Jahre in so einem klassischen Bärenmarkt, also wenn die Preise nach unten gehen, durchhält, dann macht's irgendwann auch einfach Klick und man kapiert so, wie das Spiel läuft, okay? Und das ist, glaube ich, deswegen eigentlich eine gute Sache, dass man einfach mit so einem Wertpapiersparplan anfängt, wo man gar nicht erst irgendwie den wieder stornieren muss, sondern einfach den laufen lässt. Mhm. Ja. Ich glaube, du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass es dann Klick macht, je mehr Referenzpunkte man hat, so funktioniert das menschliche Gehirn ja,
dass man einfach, wenn man noch nicht gestartet ist oder nur quasi die Charts von der Vergangenheit sieht, dass man da keine wirklichen Referenzpunkte hat, zu denen man dann verknüpfen kann und sagt, bin there, done this und ich sitze das jetzt aus, beziehungsweise kaufe sogar nach. Genau. Im Grunde ist das gerade eine richtig geile Zeit, weil so ein Crash immer so viel Chancen bietet. Und gerade bei Warren Buffett bin ich auch immer wieder geflasht, wo jeder ja die Anlagestrategie kennt und trotzdem macht er dann eben genau die Moves, die er angekündigt hat, während einem großen Crash und ganz viele sitzen dann in Panik zu Hause, machen nichts und erst dann hat dann wieder alles richtig gemacht danach, obwohl es eigentlich so klar ist und jeder das genauso machen könnte, wenn er krass nachkauft. Ja, oder einfach, so wie ich auch immer sage, oder einfach selber Warren Buffett Aktien kaufen. Also Berkshire Hathaway Aktien kaufen von seiner eigenen Beteiligungsgesellschaft ist auch eine Option. Ich meine, die haben über 120 Firmen, glaube ich, insgesamt. Also die sie teilweise selber komplett besitzen oder wo sie Anteile haben, wie jetzt American Express oder Coca-Cola. Und ist auch eine Option. Also diese Referenzpunkte sind wichtig und die kommen mit dieser Erfahrung halt nach und nach und die kommen auch mit steigendem Wissen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt noch gar nicht lange her, ein paar Wochen, und da haben wir erstmal schön irgendwie 4.000 Euro Verlust eingefahren, ja, innerhalb von kurzer Zeit, weil ich eine Aktie investiert habe, die sehr, sehr, sehr stark gefallen ist, aufgrund einiger schwerwiegender Vorwürfe, die erhoben wurden gegen das Management. Und dann habe ich halt die ganzen Berichte dazu gelesen und VW überlegt, so, okay. Oder welche war das? Nee, das war Aurelius, das ist so ein Beteiligungsunternehmen aus Deutschland. Und es gab dann hier so eine man sagt Short-Attacke. Also ein anderer Investor, der im Prinzip auf fallende Kurse wettet, das geht ja auch an der Börse, der hat einen Bericht veröffentlicht, wo er schwerwiegende Vorwürfe erhoben hat in Bezug auf die Bilanzierung, also dass die eigentlich die Firmen, die sie im Depot haben, viel höher bewerten als das, was sie eigentlich wert sind, dass sie halt tricksen und so weiter. Mhm. Und ich habe mir dann die ganzen Berichte durchgelesen und bin dann tatsächlich zu der Entscheidung gekommen, dass ich die Aktie sofort wieder verkaufen werde. Okay? Und das hat dann tatsächlich auch funktioniert. Für den Shortseller. Ja, also ja, genau. Für mich nicht, das, genau. Ich hab Heuschrecken, ne? Die Leerverkäufer. Genau, ja, so kann man sie bezeichnen. Wobei sie auch, und das ist ja der interessante Punkt, wobei sie auch teilweise eine wichtige Funktion haben, weil es gibt tatsächlich immer wieder Betrugsfälle am Börsenmarkt. Und wenn jetzt alle sagen, boah, geil, voll die coole Firma und die Aktie wird immer mehr wert, und eigentlich ist es aber eine Betrugsfirma. Also es ist so, wie wenn dein Kollege nebenan zum Beispiel die ganze Zeit Leute abzockt und mehr Geld einsammelt, dann ist es ja sehr schädlich für die Wirtschaft. Und wenn dann irgendeiner sagt, Moment mal, der zockt die ganze Zeit Leute ab, hört nicht auf, dort zu investieren und auf einmal merken das die Leute, dann ist es ja eigentlich eine sehr sinnvolle Sache. Natürlich gibt es aber auch andere Beispiele, wo einfach vollkommen ohne wirkliche Substanz Kritik erhoben wird, die dann auch irgendwann meistens dann sehr schnell wieder widerlegt werden kann und dann steigen die Aktien auch wieder. Aber ich wollte auch eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Ja, sorry, ist so spannend. Nee, macht ja nichts. Nämlich darauf, dass wenn man jetzt auf einmal selbst in seinem Depot so einen Verlust erleidet, dann denkt man erstmal, boah, ey, habe ich jetzt wirklich hier noch einen Durchblick oder bin ich jetzt eigentlich wirklich dafür geeignet oder habe ich jetzt wirklich noch das Zeug dazu, nochmal wieder Lust zu investieren? Und dann, wenn man dann selbst aber erfahren dir passiert hat, das, ne? Ja, absolut. Im ersten Moment denkst du, oh shit, ja, was ist jetzt passiert? Und dann weißt du aber, am Ende des Lebens werden es halt tausende von Investitionsentscheidungen sein bei mir oder vielleicht hunderte. Und es ist einfach ein ganz normales Teil des Spiels, dass einige davon nicht klappen werden. Also ich sehe das eigentlich immer gleich so auf so einer ganz globalen Ebene dann. Und wenn man Peter Lynch zum Beispiel liest, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, One Up on Wall Street heißt es, da schreibt er eben nicht nur über seine ganzen guten Investments, sondern ganz viele Investments auch, wo er komplett daneben gelegen hat. Ja. Weil du weißt, okay, so ein krasser Investor wie der hat auch ständig Fehler gemacht, okay, dann mache ich doch einfach weiter, ja. Aber ich meine, in der Theorie sagen alle immer, ja, aus Fehlern lernt man, macht weiter. Aber in der Praxis, an der Börse, ist dann wirklich ganz häufig ein anderer Punkt, wo dann Leute tatsächlich sagen, so, ich bleibe jetzt hier weg. Und das ist einer der größten Fehler, die eben die meisten Leute auch gemacht haben und machen. Diversifikation, das also beziehungsweise zu wenig Diversifikation, meine ich,
zum Beispiel Telekom-Aktie damals. Wollte ich gerade sagen, Leute, Manfred Krug, das war ein beliebter Schauspieler. Ich glaube, ganz viele haben investiert, nur weil sie den Krug ganz sympathisch fanden. Genau, und das ist ja auch erstmal, genau, das war ja erstmal demnächst, kann man auch sagen, okay, einfach zu investieren, weil irgendein Fernsehschauspieler, ich kenne den auch noch mit so einer Mütze und so einer Brille und so, ne? Weil das ist jetzt, ob das so klug ist oder nicht, aber sein ganzes Vermögen oder ein Großteil seines Vermögens in eine Aktie zu investieren, das ist ja das Bescheuerte. Weißt du, die Aktie, die ich zum Beispiel in einem von der ich gesprochen habe gerade, die ist innerhalb von 2 Tagen um, ich glaube, 50% oder 60% gefallen, okay? Wow. Aber das war in einem der Depots, die ich habe. Ich habe mehrere Depots, mittlerweile 3 Aktiendepots. Und in einem einzigen Depot hat es insgesamt nur dazu geführt, dass an dem Tag mein Depot um -3% oder -4% maximal gesunken ist, weil ich eben nicht alles in eine Aktie setze. Und das ist ja das Dümmste, was man machen kann, dass man also irgendwie 50% seines gesamten Vermögens in eine Aktie steckt. Und das ist, ja, das ist einfach bescheuert. Das sollte man niemals machen, meiner Meinung nach. Okay, ist glaube ich angekommen. Ich glaube, ein ganz guter Move sind dann die ETFs, die du eben auch schon mal kurz angesprochen hattest, MSCI World oder Eurostoxx 600 oder DAX, gibt's ja auch ETFs zu. Ist das immer noch so, dass das Mittel der Wahl? Ich habe so das Gefühl, es wurde ganz schön gehypt. Zuerst war es so ein bisschen undercover. Selbst die Banken wollten es nicht richtig rausrücken, weil sie daran nicht wirklich was verdienen. Mittlerweile promoten es die Banken, habe ich jetzt gesehen, bei Comdirect irgendwie ganz groß, steigt auch mit in den ETF-Hype. Wie siehst du das? Ja, also für mich sind ETFs garantiert auch langfristig und weiterhin ein sinnvolles Investment. Aber die Finanzbranche wäre nicht die Finanzbranche, wenn sie aus jedem Investment auch wieder etwas kreiert, was dann wiederum nicht so gut für den Kunden ist. Ja, also genau wie du es gerade gesagt hast, an einem klassischen ETF, der einfach nur den Index folgt. Also der Unterschied ist ja einfach der, ein normaler Index wie der DAX, der hat 30 Unternehmen und bildet in diesem DAX, in diesem Index die Wertentwicklung dieser 30 Unternehmen nach. Und ein Indexfonds auf diesem DAX, der macht genau das jetzt nach. Der kauft also anteilig genau nach Größe der jeweiligen Unternehmen im DAX, weil zum Beispiel ein Bayer ist viel größer als ProSieben Sat.1 beispielsweise, also kauft auch der ETF etwas mehr Anteile von Bayer. Also genauso wie der Index ist. Und ein aktiver Fonds, da sitzt ein Fondsmanager, der sagt, Moment mal, Sat.1 und ProSieben, die haben doch bald eine mega krasse neue Stefan Raab-Show oder was auch immer, ja, und haben eine viel besseres Geschäftspotenzial und deswegen werden wir jetzt einfach nur ProSieben Sat.1 kaufen und vielleicht noch, Siemens und haben wir am Ende nur 3 oder 4 Aktien von diesen DAX-Aktien und dann versucht der besser zu sein als dieser gesamte Index und dafür verlangen die halt viel höhere Gebühren und meistens schaffen sie es auch nicht auf Dauer besser zu sein. Wie ist denn mal die Prozentzahl? Die ist richtig krass, 80%, 90% aller Fonds verlieren. Ungefähr. Gegen den Index, langfristig, ne? Genau, langfristig ist es tatsächlich so. Und man kann halt eben auch nicht prognostizieren, welche es sind, die es schaffen werden, besser zu sein. Ja. Und das liegt Short-Term meistens dann 1, 2, 3 maximal Jahre so und dann hat der Index die auch wieder eingeholt. Ne? Sehr häufig ist das genau der Fall, ja. Und das liegt zum Teil einfach daran, dass die Kosten dieser Fonds ja mit eingerechnet werden in die Performance. Und die liegen zum Beispiel teilweise bei 2 oder sogar 3% jährlich des Geldes, was man anlegt. Bei ETFs sind es manchmal irgendwie 0,2 oder 0,3 oder 0,5%. Das heißt, die Kosten sind teilweise 10-mal so hoch. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, besser abzuschneiden. Ist ja vollkommen logisch. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den man hier beachten sollte. Was war nochmal deine Frage eigentlich? Ob die ETFs immer noch so angesagt sind, wie sie immer waren, so. Genau, das ist meiner Meinung nach der Punkt, der jetzt aber dazu geführt hat, dass die Finanzbranche anfängt zu sagen, naja, wenn wir jetzt darüber nicht mehr so viel Geld verdienen können, dann machen wir einfach auch ganz viele neue ETFs mit allen möglichen lustigen Strategien noch, die es da so gibt. Also dann sagen die zum Beispiel, hol dir jetzt den neuen Short DAX, ja, also der auf die fallenden Kurse setzt, oder den Leverage DAX. Da sagen die dir, okay, wenn du den Leverage DAX ETF holst, dann kriegst du die doppelte Performance
des DAX. Und dann fragt man sich erstmal, hä, wie soll denn das gehen? Naja, mit allen möglichen Finanzderivaten und so weiter, die dort abgeschlossen werden. Was die Leute aber vergessen, ist, dass der nach unten auch dann den doppelten Verlust macht. Ja, ne? Das ist auch nochmal ganz interessant. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, bis man da wieder rauskommt. Brauchst du nämlich nicht wieder 100% Performance, sondern 200 oder irgendwie so war das, ne? Genau das ist das Problem. Genau, ne, wenn eine Aktie um 50% fällt, genau. Also von 100 auf 50, dann muss sie eben um 100% wieder steigen, um wieder auf dem Ausgangswert zu sein. Und das ist zum Beispiel genau dieses Problem bei diesem Leverage DAX. Das hat mit Fahrtabhängigkeit zu tun, da will ich jetzt nicht zu viel erklären, aber es ist so, dass diese Performance täglich berechnet wird und das führt dazu, jetzt halte ich fest, das haben wir letztens in der Community gehabt, dass der Leverage DAX langfristig eine schlechtere Performance hat als der normale DAX. Selbst nach und oben? Oder? Ja, weil nämlich jedes Mal die verhältnismäßig die Schwankungen nach unten eben stärker gewichtet werden und dann dieser Fonds auch insgesamt noch mehr Kosten wieder hat aufgrund. Das heißt, man muss ETFs aber die Finanzbranche ist halt immer sehr erfindungsreich und trickreich und erfindet ganz viele Produkte um dieses eine Produkt herum, was dann wiederum irgendwie nicht mehr so einen Sinn macht, okay? Und deswegen sollte man hier ganz klassisch meiner Meinung nach bleiben und irgendwie ganz simple, normale MSCI World ETFs oder so weiter nehmen. Zum Beispiel die Webseite Just ETF ist sehr gut. Da gibt es ist wie so eine Art Wikipedia nur über ETFs. Und da kann man eben auch das auswählen, was für einen selber passt. Also viele Leute haben ja zum Beispiel auch, das war auf der Invest auch wieder Thema, die sagen sich dann, ja, aber in so einem MSCI World ETF, da ist dann zum Beispiel noch Monsanto drin oder irgendwie irgendein Rüstungsunternehmen und da will ich nicht investieren. Ja. Genau, zum Beispiel. Ja. Und dann sage ich, okay, wenn ich da nicht investieren will, dann nehme ich mir zum Beispiel einen ETF, der irgendwie einen Sustainability Index oder so weiter abbildet und die Unternehmen sind dann nicht dabei. Ja. Performen die ähnlich wie die ganz fetten MSCI Worlds, diese Green ETFs? Also die gibt's glaube ich noch nicht so lange. Da müsste ich aber jetzt spekulieren. Also kann ich dir leider nicht genau sagen, ob die besser, schlechter oder gleich performen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine einzige Branche gibt, die glaube ich die letzten 100 Jahre alle anderen outperformed hat und das ist Tabak. also trotz, weiß ich trotz nicht. Trotz des Werbeverbots und all den Geschichten. Ne? Ja. Wenn du halt einfach eine Zigarette für 1 Cent herstellen kannst und für 1 Dollar verkaufst, dann kann es auf jeden Fall lukrativ sein. Und die werden auch sehr, sehr, sehr erfindungsreich aufgrund eben dieser ganzen Verbote. Jetzt zum Beispiel Philip Morris und so stellt jetzt mittlerweile Zigaretten her, die fast überhaupt gar keinen Rauch mehr entwickeln, sondern wo der Tabak verdampft im Prinzip. Und bald sind die auf der Stufe, das finde ich eigentlich ziemlich abgefahren, sind die jetzt auf der Stufe, dass du im Prinzip rauchen kannst, ohne dass Rauch entsteht um dich herum. Wo ich mir dann wieder gedacht habe, also ohne jetzt irgendwie Werbung dafür machen zu wollen oder so, aber wo ich mir dann wieder gedacht habe, ey krass, überleg doch mal, wenn du eine Zigarette rauchst, die nur noch so ein Kugelschreiber ist und um dich herum gar niemand mehr passiv geschädigt wird, dann kannst du im Endeffekt langfristig auch wieder diese ganzen Raucherzonen und so weiter abschaffen und überall wieder rauchen, ja? Schon abgefahren. Schon abgefahren. Aber egal, man kommt immer von einem zum anderen, wie du merkst. Und am Ende muss man einfach versuchen, eine simple Strategie für sich zu finden, mit einem Sparplan am besten anzufangen. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dass man sich nicht so viel damit eigentlich weiterbilden muss. Also ich mache das eigentlich hauptsächlich aus Spaßgründen und weil dieses Thema mich so interessiert, ja. Und da haben wir auch viele Leute, die halt da richtig tief einsteigen wollen. Aber wir haben auch ganz viele Leute in der Community, die vielleicht nur ein Video mal pro Monat gucken und die eigentlich ihr Depot sich aufbauen und dann sich eigentlich wieder um den Rest ihres Lebens kümmern, was eigentlich auch sinnvoller ist. Womit ich persönlich jetzt ganz gut gefahren bin, ist, was du eben hast auch droppen lassen, zu überlegen, was benutzt du oft im Alltag, welche Gegenstände begeistern dich,
Da war ich dann ganz schnell bei Apple, bei meinem iPhone, bei meinem MacBook, benutze jeden Tag Google, ärgere mich jeden Tag darüber, wie gut der Facebook-Algorithmus funktioniert, dass ich dann doch wieder mehr Zeit da verbringe und manchmal sogar vergesse, was ich eigentlich überhaupt machen wollte auf Facebook, und habe dann irgendwann mal angefangen, in all diese Aktien zu investieren. Ich bestelle, wenn ich online bestelle, über Amazon. Das heißt, da war ich ganz schnell bei diesen 4 Top-Playern, wo ich auch überzeugt bin, die sind mittlerweile too big to fail, die können eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Google, Amazon, Facebook, Apple. Und habe die, glaube die Google-Aktien jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren da einfach liegen. Und die Facebook-Aktie zum Beispiel, die hat, glaube ich, über 300% Performance oder so gemacht. Und das ist einfach, glaube ich, auch eine ganz gute Strategie, dass man, ja, also zum einen die Sachen liegen lässt und zum anderen Sachen nutzt, wie zum Beispiel diese Bose Noise-Canceling-Headphones, die ich auch gerade wieder auf habe. Die feiere ich so dermaßen ab. Leider sind die nicht an der Börse. Das sind Familienunternehmen. Ja. Aber die würde ich zum Beispiel dann auch in mein Portfolio nehmen. Ja, das ist eine sehr geile Strategie. Die hat auch Peter Lynch empfohlen. Also du guckst im Alltag dir Produkte an, und so mache ich das auch ganz häufig. Ja, man isst irgendwie einen Schokoriegel und dann auf einmal merkt man so, boah, dieser Pickup, der schmeckt irgendwie besser als irgendwie alles andere, was ich bisher gegessen habe. Ja, und dann gucke ich, okay, das gehört zu Leibniz, Leibniz gehört zu Balsen, und dann guckt man so bei Wikipedia und sieht man so, okay, Balsen, leider nicht an der Börse, ja. Und dann, aber so kann man tatsächlich vorgehen, weil ganz häufig findet man nämlich dann zum Beispiel eine Frau jetzt, die geht immer die ganze Zeit zu, wie heißt es noch, nicht Prada, sondern Zara, ne, irgendwie einkaufen, und dann auf einmal sieht die, das gehört zu Inditex, eine spanische Firma, von diesem spanischen Multimilliardär, der auch irgendwie von ganz klein sich hochgearbeitet hat, und auf einmal weiß man, okay, das ist eine Aktie, die ich mir anschauen kann. Ich würde sie jetzt nicht direkt kaufen, also nur weil ein Produkt gut ist, heißt es nicht automatisch, dass deswegen auch die Aktie dann steigt. Aber grundsätzlich, wenn du dich, und das ist das, was du angesprochen hast, finde ich darum sehr gut, du guckst dir eben das Geschäftsmodell an. Also nehmen wir mal an, du machst zum Beispiel irgendwie so Werbung bei Facebook für deine ganzen Podcasts oder deine Kongresse oder irgendwann an deine Rucksäcke, und du merkst, wie gut und einfach es für dich möglich ist, Facebook-Werbungen profitabel zu machen. Absolut, dann ist es schon ein sehr guter Hinweis darauf, dass Facebook auch weiterhin profitabel arbeiten wird, und schon viel deutlicheres Indiz dafür, Facebook-Aktien zu kaufen, als einfach nur zu sagen, ja, ich verbringe viel Zeit bei Facebook, weil da sind ja sich die Leute bei Snapchat zum Beispiel schon überhaupt nicht so einig, ne? Also ja, ob die irgendwann mal Geld verdienen. Oder Twitter oder so hat zum Beispiel auch nicht hingekriegt. Also man sollte vielleicht schon ein bisschen tiefer einschauen, wie verdienen die überhaupt Geld, abhängig sind die von irgendwelchen anderen externen Faktoren. Aber bei Bose zum Beispiel habe ich dann erst eine kleine Market Research gemacht, habe geguckt, haben die da Patente auf diese Technologie, und dann schnell rausgefunden, die sind erstmal gesichert für die nächsten 10, 20 Jahre, und war dann soweit zu investieren und habe dann erst gemerkt, geht leider nicht. Ja, aber das ist ein sehr cleveres Vorgehen eigentlich. Also ich habe mir auch zum Beispiel jetzt auf dem Weg hierher neulich im Flug, habe ich mir durchgelesen über diese 5G-Technologie für Mobilfunknetze und so. Ja, die soll ja halt einfach mal mega krass viel nochmal schneller werden als die aktuelle 4G-Technologie. Ja, und habe ich mir überlegt, okay, welche Unternehmen sind denn ganz stark von Mobilfunk Technologie und vor allem Datenübertragungsraten und so weiter abhängig. Und dann habe ich überlegt und fange jetzt gerade an zu recherchieren, nicht nur wie viel schneller diese Technologie funktioniert, weil nur weil eine Technologie schneller funktioniert, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Netflix. Okay, Netflix guckt man sich an und versucht rauszufinden, okay, wie viele Leute nutzen eigentlich Netflix mittlerweile auf dem Handy? Bestimmt extrem viele. Muss man einfach recherchieren und rausfinden. Und dann könnte man überlegen, okay, wenn jetzt bei Netflix das ein sehr hoher Kostenblock ist, ne, dass sie halt dieses, also weil es ist ja eine unfassbare Leistung, dass du in HD-Video innerhalb von ein paar Sekunden, und dann merkt man ja auch ganz häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich merke ganz häufig, dass Netflix abends zum Beispiel, da ist es eben ganz häufig so, dass man erstmal irgendwie eine halbe Minute warten muss, bis der Film ankommt, okay? Und jetzt müsste man überlegen, nur weil es irgendwann dann alles schneller wird, heißt es noch nicht, dass es dann gleich auch mehr Geld für Netflix bedeutet. Warum? Weil erstmal zum Beispiel diese ganze Umrüstung auf die neuen Technologien wieder ja auch erstmal eine Menge Geld kostet. Und dann deswegen muss ich jetzt, deswegen ist jetzt meine Aufgabe zu recherchieren, wird denn diese 5G-Technologie nicht nur zu schnellerem
Internet mit dem Handy und schnellere Datenübertragung führen, sondern auch zu günstigeren. Okay? Und dann habe ich eine Chance, wenn ich jetzt merke, okay, krass, wenn die Kosten extrem reduziert werden können, ja, und das ein sehr hoher Kostenblock bei Netflix ist, boy, dann könnte ich jetzt vielleicht mal anfangen, die Aktie genauer zu analysieren. Ja? Und das sind so Sachen, wie man dann vorgehen kann. Ja, total spannend. Zwei Sachen würde ich gerne noch mit dir besprechen. Und zwar zum einen gibt es, glaube ich, auch die Strategie, dass man sich nur auf Aktien, Einzelwerte fokussiert, die auch eine Dividendenausschüttung machen. Wie stehst du dazu? Ja, finde ich auch eine super einfache und geniale Sache. Also man konzentriert sich gar nicht so sehr auf diese ganzen Schwankungen und so, sondern auf die Cashflows, die man bekommt. Hier kann man nur erwähnen, die Dividendenstrategie Facebook-Gruppe, die gehört nicht mir, die gehört dem Jonathan. Die machen super Arbeit dort, haben eine richtig tolle Community da aufgebaut. Und das ist auch eine, finde ich, eine sehr einfache, zu verstehende Strategie für Privatanleger, dass sie sagen, okay, ich suche mir halt Unternehmen, die es schon lange gibt, zum Beispiel mindestens 10 Jahre, und die die Dividende noch nie gesenkt haben, und die eine Ausschüttungsquote von maximal 75% haben, also die sozusagen nicht mehr als 75% vom Gewinn auch an Dividenden zahlen, weil das Problem ist, wenn sie irgendwann immer mehr und mehr zahlen, bei Coca-Cola ist beispielsweise aktuelles Problem, die haben eine sehr, sehr, sehr hohe Ausschüttungsquote und müssen teilweise schon Kredite aufnehmen, um die Dividenden weiter ausbezahlen zu können. Okay, also gibt es da so ein paar Kriterien, die man hier festlegen kann. Sehr zu empfehlen ist da auch der Christian von Dividendenadel. Die haben da ein richtig gutes Buch geschrieben. Das heißt, locker bleiben, Dividenden kassieren. Und da beschreiben die so, welche Kriterien sie wichtig finden. Und dann investiert man einfach in diese Aktien. Und wenn am Ende des Jahres eine Aktie halt nicht mehr den Kriterien entspricht oder man eine bessere gefunden hat, dann wird einmal das umgeswitcht, okay? Und man guckt im Prinzip fast überhaupt nicht auf die aktuellen Kurse, und sondern ist einfach an den Dividenden orientiert. Und deswegen ist es auch eine sehr gute Strategie, um rational zu bleiben. Mhm. Ja. Spannend. Und letzter Punkt, Peer-to-Peer-Investment, Loans. Das stimmt. Da hattest du auch den Lars, glaube ich, mal im Podcast, ne? Genau, das finde ich nämlich auch super spannend. Ja, also finde ich auch nach wie vor ein spannendes Thema. Ich hatte vor einem Jahr knapp drei Plattformen getestet, Bondora, Twino und Mintos, und habe jetzt einfach mal, das sind so die Klassiker, ne? Und jetzt habe ich mal ein paar Auszahlungen einfach mal angefangen, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert dieser ganze Auszahlungsprozess, sind die verlässlich, und möchte dann einfach nach wie vor auch weiter beobachten, wie sich die Branche entwickelt, und aber werde auch weiterhin investiert bleiben. Und dann hatte ich die Idee, ja, wir müssten eigentlich mal dahin fahren, nach Lettland, nach Riga, und das werden wir jetzt auch machen. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr schon, aber das werden wir tatsächlich auch machen. Aus Riga ist neulich extra einer zu Invest gekommen, um sich mit Lars und mir zu treffen, weil im Prinzip diese ganzen Plattformen irgendwo in Estland, Lettland, dann der deutsche normale Privatanleger sich berechtigterweise fragt, ist es nicht einfach irgendeine Briefkastenfirma oder das nächste MLM-Scheme und so, was sehr, sehr, sehr gut und professionell gemacht ist. Das ist ja echt krass. Und das kann man teilweise bei diesen, ich meine, Bernie Madoff ist vielleicht manchen ein Begriff, der hat die gesamte Finanzbranche über mehrere Jahre hinters Licht geführt und hatte ein riesiges Scam von über 50 Milliarden Dollar Schaden verursacht. Alter. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir müssten eigentlich mal hinfahren nach Riga und müssten uns einfach mal angucken, deren Büros und haben die überhaupt Mitarbeiter und gibt's die überhaupt, und das werden wir, glaube ich, irgendwann mal machen, um dann mal rauszufinden, ob das alles Hand und Fuß hat. Also spannend, ich glaube, für den absoluten Anfänger, der sollte sich erstmal eine Sache raussuchen und erstmal da so ein bisschen sich dran gewöhnen. Ja, du lernst ja auch erstmal Auto fahren und dann vielleicht irgendwann sagst du noch, jetzt mache ich noch einen Motorradschein und noch einen Bootschein. Ja. Aber ich würde nicht alles versuchen, gleichzeitig anzugehen. Ja, zumal die wirklich ja gerade so überrannt werden. Also es ist gerade echt schwer, da zu investieren. Zum Beispiel habe ich bei, es gibt ja diese drei, Mintos, Twino habe ich was gekriegt. Ich glaube, Bondora schon gar nicht mehr, und bin jetzt bei Swaper. Und seitdem die ja dann auch noch diese Rückkaufgarantie eingeführt haben,
kommen ja gar nicht mehr klar. Und was ich aber gesehen habe und spüre, ist, dass diese baltischen Länder ein enormes Wissen oder einfach dieses Potenzial, die Chance ziemlich früh erkannt haben, die das Internet bietet und die neuen Technologien, gerade auch in Verbindung mit Fintech und mit den ganzen Payment-Systemen. Zum Beispiel gibt es einen Payment-Anbieter aus Litauen, der heißt Persera. Den verlinke ich auch mal in den Shownotes. Im Übrigen auch alle anderen Links oder Bücher, die du erwähnt hast, findet ihr alle in den Shownotes. Und die sind super professionell. Ist ein Online-Zahlungssystem, sowas wie vielleicht so ein bisschen wie Stripe oder PayPal, aber du hast eine eigene IBAN und du hast eine eigene BIC-Nummer. Du kriegst eine Kreditkarte von der Mastercard und bis jetzt funktioniert das alles wirklich wie aus einem Guss. Und Estonien, da haben wir den Tavi Kotka auf der nächsten DNX-Konferenz in Lissabon, auf der internationalen Digital Nomad Conference. Und Estonien hat ja als erstes Land überhaupt diese E-Residency eingeführt, weil sie sagen, unser Land an sich ist unattraktiv, da wird keiner freiwillig hinziehen. Aber wir können über diesen einfachen digitalen Zugang zu zum Beispiel Firmengründungen oder zu Kapital in unserem Land, können wir es schaffen, neue Taxpayers zu attracten. Und genau das funktioniert gerade richtig gut. Hammer. Ja, also ich habe auch schon mitbekommen, dass die dort also ich meine, guck dir mal jetzt Mintos oder Twino an im Vergleich zu den deutschen Peer-to-Peer-Plattformen. Das ist ein Witz, meiner Meinung nach. Also die sind so viel besser in der Usability, in den Statistiken, auch in dem Support und was weiß ich. Also die sind da wirklich, also wenn du dir jetzt auch die Plattform Bondora heute anguckst und vor einem Jahr, jetzt gibt's deutsche Übersetzungen und so weiter, die sind da wirklich auf Zack, kann man sagen. Ja, und gerade auch den Support, den du angesprochen hast bei Persera, wenn ich da irgendwas hab, mal anrufe, die können perfektes Englisch, ganz anders wie zum Beispiel, würde man ja sagen, Handelsmetropole Hongkong, wo ich auch mal eine Company hatte, da bist du nicht mehr weitergekommen, obwohl sie gesagt haben, sie können auch Englisch sprechen, aber du hast halt kein Wort verstanden, aber jetzt, wenn du da bei Persera anrufst in Litauen, die verstehen dich, die sind serviceorientiert, die sind einfach cool, also ich feiere die echt krass. Warst du auch schon mal selber da? Du bist ja so ein richtiger Weltenbummler, habe ich irgendwie mitbekommen. Ja, ich war auch in Hongkong, musste man damals zum Bankaccount-Eröffnung. Mittlerweile kriegt man keine Bankaccounts mehr. Okay, und in Litauen auch, oder? Ach so, in Litauen war ich noch nicht. Nee, das ist mir zu kalt. Also ich bin mehr so ein Nomade, der immer nur am Strand oder am Meer abhängt. Okay, ja, also wie gesagt, wir werden definitiv da irgendwann mal vorbeischauen, werden da Videos drehen und werden uns das Ganze ganz genau angucken. Cool. Und kann man das irgendwie bei YouTube bei uns dann auch nachverfolgen, weil das ist natürlich extrem wichtig, weil wenn ich da selber investiert wird, einmal deswegen und andererseits auch deswegen, weil unabhängig davon, dass ich immer sage, jeder ist selbst verantwortlich für seine Investments, aber trotzdem will ich natürlich, dass alle anderen, die die Videos schauen, immer auch richtig viel Erfolg haben. Und drum hat es mir auch jetzt in der letzten Woche da richtig leid getan für alle anderen Leute, die halt auch Aurelius-Aktien hatten und halt vielleicht sich da was anderes erhofft haben. Das tut mir dann im Nachhinein natürlich trotzdem leid, zumal ich aber trotzdem sagen muss, jeder ist natürlich für sich selbst und seine eigenen Investments verantwortlich. Ja. Immer. Bauen die denn 1:1 deine Depots nach? Ja, also du wirst lachen, trotz aller Warnungen und so weiter gibt's halt tatsächlich immer wieder Leute, ich krieg bei Snapchat dann irgendwie so Nachrichten so, hey Kolja, danke für den Tipp mit Activision, habe ich auch gekauft, ist super Performance. Ich sag dann so, das war kein Tipp, verflucht nochmal. Ja, aber das ist halt das Ding, die Leute suchen nach einem Blueprint, nach einem Shortcut und denken sich so, wenn der Kolja das irgendwie so erfolgreich macht, dann mache ich das einfach genauso wie der. Genau. Und ich sag dann halt, und da kann ich halt auch nichts dagegen machen, ich habe halt diesen Zweitkanal, Kolja investiert. Und dort zeige ich halt eben, was ich selber kaufe und wie das performt. Da gibt's übrigens für alle auch nochmal was Interessantes für die Shownotes, ein kostenloses Open-Source-Tool, das nennt sich Portfolio Performance. Weiß nicht, ob du das kennst? Habe ich schon mal gehört, ja. Aber noch nicht ausprobiert. Mega cool, da kannst du halt dein Depot im Prinzip nachbauen, also du musst halt einmal am Anfang hast du ein bisschen Arbeit, weil du halt deine Buchungen eintragen musst und deine Aktien hinzufügen und so weiter, aber der Typ, ich weiß gar nicht, ist irgend so ein Programmierer aus Deutschland, der hat auch einen YouTube-Kanal mal dazu gemacht und hat das, glaube ich, so als Lebenswerk oder so dort gemacht und dann hast du halt alles immer auf einem Blick, deine Performance, deine Aktien, deine Steuern,
Und das ist wirklich genial gemacht. Muss man es also nicht selber in Excel irgendwie programmieren und so. Krass. Weil sowas könnte ich halt gar nicht. Mhm. Und voll automatisiert. Du musst es dann auch nicht manuell eintragen, die Werte. Du musst die Werte schon eintragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dividende ausgezahlt bekomme von Microsoft oder so, dann muss ich diese Dividende bei Portfolio Performance halt einmal eintragen. Okay, gibt aber auch, glaube ich, schon manche, die irgendwie sich programmieren können, dass es automatisch passiert. Aber da bin ich zu blöd für. Und es gibt auch einige Online-Broker wie Consors beispielsweise, die, glaube ich, so eine ähnliche Funktion auch direkt im Depot anbieten. Aber ich weiß, ich habe irgendwie den Faden verloren, warum ich das nochmal sagen wollte. Es ging darum, um deinen Einstiegskanal oder den anderen Kanal, Kolja investiert. Genau. Und auf diesem Kolja investiert Kanal, du hörst sehr gut zu, das merkt man sehr gut, ist, dass ich dort tatsächlich diese Portfolio-Performance-Ergebnisse auch zeige und auch meine Investments zeige und so. Und ich das aus dem Grund gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, YouTube-Videos über Aktien machen, kann im Endeffekt dann jeder, aber auch selber zu zeigen, wie er selber investiert, macht eben nicht jeder. Und jetzt habe ich aber gemerkt, okay, es kann gut sein, dass wenn es irgendwann Überhand nimmt, ja, und Leute irgendwie wirklich anfangen, wenn es mal schlecht läuft, irgendwie dann mir auch zu drohen oder irgendwie mich in irgendeiner Art und Weise einzuschränken, dann kann es sehr gut sein, dass ich den Kanal in ein paar Jahren diesen Extra-Kanal zumache wieder, weil diese Emotionen schon wirklich krass sind, die da ablaufen. Und ich einfach schon jetzt gemerkt habe in der letzten Zeit, dass manche Leute hier sich ziemlich stark überschätzt haben, so was die Toleranz angeht in Bezug auf ihr Geld. Mhm. Ja, genau. Ja, war ja Faustregel Nummer 1 von dir, da schließe ich jetzt wieder der Kreis, nur das investieren, was du wirklich übrig hast. Ne? Genau, absolut. Ja. Cool, und dann, okay, mach weiter. Nö, dann, ich glaube, das war eigentlich ein ganz guter Wrap-up oder wie auch immer man das sagt. Jeder hat, glaube ich, genug Infos, um einfach mal zu gucken, ist das was Interessantes für mich? Und du hast ja selber am Anfang gesagt, ja, also Sparbuchzinsen hin und her, da wird man halt auch, selbst wenn diese mal irgendwann steigen werden, ist das meiner Meinung nach kein sinnvolles, zukunftsorientiertes Konstrukt mehr, wenn man überlegt, was so mit Rente und so weiter halt passieren wird. Und dass man gerade jetzt Digitalisierung und Robotik und immer mehr auch in Bezug auf die Auswirkungen auf die normalen Arbeitskräfte und auf die Jobs, dass man sagt, hey, wenn ich mich aber an den, zum Beispiel die Unternehmen, die du auch genannt hast vorhin, beteilige, dann kann ich halt selbst an der Wirtschaft dadurch partizipieren. Und das finde ich einfach genial. Und das hat mich damals so angezeigt, wo ich gedacht habe, ey, geil, ich lege jetzt auch los. Ja, und, weil das macht ja auch total Spaß, da mit den anderen dann technischen Fortschritt abfeiern zu können, ohne dass einem Angst macht. Genau. Und außerdem, und das ist auch so ein Punkt, den du vorhin erwähnt hattest mit deinen Rucksäcken, außerdem ist es auch so, man lernt ja nicht nur für die Aktien und für seine Performance, sondern stell dir mal vor, du bist zum Beispiel ein Angestellter in einem Unternehmen und du hast dich bisher noch nie damit beschäftigt, mit dem Thema Aktien und Börse. Ja, da kommt heute Abend übrigens ein Video zu über Belegschaftsaktien. 200 Konzerne in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern einmal oder sogar zweimal im Jahr die Möglichkeit, Aktien viel günstiger zu kaufen als der aktuelle Marktpreis. Und ganz viele Leute machen es einfach nicht. Und wenn du jetzt auf einmal anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, ein paar Bücher zu lesen, du akkumulierst ja nicht nur das reine Wissen in Bezug auf Aktien, sondern wenn du Unternehmensanalyse betreibst, dann lernst du auch ganz viel über Unternehmertum und über deine eigene Firma vielleicht so. Ja? Das heißt, du hast vielleicht auf einmal eine ganz andere Karrierechance wieder, als wenn du dich überhaupt nicht damit beschäftigst. Also investieren ist ja immer eine sinnvolle Sache, nicht nur in Bezug auf an der Börse, sondern investieren in die eigene Gesundheit, investieren in das eigene Business beispielsweise. Und wenn man da sein Wissen erweitert, dann hat man auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Ja? Aber ich denke mal, habe jetzt genug gelabert. Ich glaube, es ist rübergekommen. Die Leute merken das auch, wie viel Raum du hier auf dem Podcast dafür gekriegt hast, weil ich das Thema mindestens genauso spannend finde wie du und habe auch mal irgendwann bei Null angefangen. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren bin ich dann auch mal dahin gekommen, habe gesagt, okay, Moira, eigentlich
habe ich überhaupt keine Ahnung von gar nichts, weiß aber, ich müsste was tun. Okay, ich fange jetzt einfach mal an und habe dann deinen YouTube-Kanal abonniert, habe was gelesen, habe vom Holger Grete Zendepot angefangen zu lesen, mich über ETFs zu informieren, den Lars auf den Podcast geholt. Und so geht das ja dann Step by Step, ne? Hammer. Absolut. So ist es eigentlich doch immer im Leben, ja? Also ich habe noch nie irgendwas gelernt, wo ich auf einmal alles wusste, sondern es war immer Step by Step. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein geiles Beispiel dafür, wie in was für krass so guten Zeiten wir gerade leben. Im Jahr 2017, wo das Wissen so frei verfügbar ist, dass selbst so ein Laie wie ich da vor 3-4 Jahren quasi von null voll einsteigen kann und mich jetzt eigentlich befähigt dazu fühle, selber zu agieren, so, ne? Ey, ich bin von morgens, ich bin von morgens bis abends nur noch am überlegen, wie ich mehr, also die Bücher stapeln sich, die Watchlisten bei Amazon stapeln sich, die Videos stapeln sich, die ich noch alle angucken will, weil es so viele geile Sachen bei YouTube gibt, die man lernen kann, alles umsonst. Einfach mal umsonst, ja. Die Uni, die krasseste Uni, das krasseste Uni ever und die ist auch noch kostenlos und on demand, egal wo du bist, wann immer du willst, über welches Medium du willst. Ja. Genau. Und alle Unternehmen, wenn ich auch was, auch die du vorhin genannt hast, hier die großen vier, Amazon, Google, Facebook und so weiter, ne? Wenn ich mir überlege auch, ohne die wäre ich, glaube ich, ein Witz, ja. Ohne die wäre ich immer noch so ein Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio. Wär zwar auch glücklich, aber allein wenn man so auf die Kontoauszüge bekommt, auch guckt und man sieht so, boah, ich verdiene Geld bei Amazon, ich verdiene ein bisschen Geld bei Google, so, man verdient Geld durch Facebook. Man kann also diese nicht nur als Konsumenten nutzen, diese ganzen Dinge, sondern auch selbst ermöglichen sie einem ja die Plattform, um selbst im Prinzip der Welt seine Ideen zu kommunizieren und sich eine Reichweite aufzubauen in Nischen und in Bereichen, für die vorher sich niemand interessiert hat, wo du gar nicht wusstest, ob vielleicht sich jemand überhaupt für dieses Hobby noch interessiert, außer dir auf der Welt, ja. Und jetzt auf einmal hast du vielleicht irgendwo eine Zielgruppe oder irgendwo Leute zum Austausch, die dich auf was anderes bringen. Und also das ist einfach unfassbar. Aber und da bin ich auch so ein bisschen immer direkter bei meiner Meinung, weil wenn die Leute halt immer sagen, ja, aber es ist heute so schlimm und Bildung kostet zu viel, dann denke ich mir immer, warum bitte, wenn ich in die YouTube-Trends gucke, sind dann die ganzen Comedy und wirklich schlechten, also ich sage jetzt nicht schlecht, sondern ich sage wirklich keine Bildungsinhalte auf Millionen. Seichte Unterhaltung, Millionen Aufrufe. Ja, wo Leute sich irgendwas habe ich neulich gesehen, die eine, die irgendwie sich bei WhatsApp die Schwänze von anderen Typen schicken lässt und diese dann per Kamera bewertet und sagt, oh, dem gebe ich eine 8, dem gebe ich eine 10. Und wenn so ein Video halt 2 Millionen Aufrufe hat, 2 Millionen Aufrufe nach ein paar Tagen und so ein Video, wie ich irgendwie mir ein Amazon-Konto einrichte, wie ich ein Buch rausbringe, wie ich mich weiterbilde oder so, kriegt halt ein paar 100 Aufrufe. Sorry, aber dann sind einfach die Leute selber schuld, wenn sie nicht weiterkommen und sich in ihrer Freizeit halt mit solchen Sachen berieseln lassen, statt irgendwie den Arsch hochzukriegen und was zu unternehmen, ja. Also da habe ich eine direkte Meinung zu. Word. Ja. Wie können Leute dich erreichen, wenn die sagen, ey, der Koya, das ist ein patenter Typ, ich habe noch 10.000 Fragen oder ich will den kennenlernen oder ich will mit in die Community, wie können die Leute dich am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Ja, am besten ist einfach, würde ich sagen, der YouTube-Channel, Aktie mit Kopf oder direkt fragen, am besten irgendwie bei Snapchat. Da finde ich, kann man eigentlich ganz cool immer so hin und her zwischendurch, wenn ich jetzt mal schaue, hat mir schon wieder jemand geschrieben zum Beispiel gerade einfach bei Snapchat Kolja Barkhorn und da antworte ich zwar nicht immer, aber versuche halt sehr viele Fragen auch direkt zu beantworten und mache immer mal wieder auch so Stories zu kleinen Themen. Das sind eigentlich so gute Möglichkeiten. Ja. Ja. Jetzt cool. Muss ich auch gleich meinen Sohn abholen vom Kindergarten. Ja, okay, du hast gesagt, du hast nur eine Stunde, jetzt sind wir schon eine halbe Stunde drüber, darum genau, entlasse ich dich jetzt. Ja, ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Hat mir total viel Spaß gemacht mit dir, Koya. Und viele Grüße nach Mallorca. Ja, danke dir, Markus. Viel Erfolg für dich, für deinen DNX-Kongress und hau mal richtig geilen Rucksack raus. Es wäre auf jeden Fall eine super Sache. Und auch jeden Fall viel Erfolg und maximalen Spaß für deine Community, ja. Danke dir, mein Lieber. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
Yeah, yes, yo. Thanks für deinen Support. Und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann. Zweitens, triff dich mit mir auf dem geilsten Event ever, der DNX Digitale Nomadenkonferenz im Mai in Berlin. Gehe dafür jetzt auf www.dnx-berlin.de und mit dem Code PODCAST schenke ich dir 20 Euro auf jedes Ticket. Drittens, folge mir um die Welt und trag dich auf www.dnx-berlin.de/news in den kostenlosen Newsletter ein. Viertens, folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter unter Markus Meurer. Fünftens, gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und werde Lifehacks-Supporter ab $3. Sechstens, gehe auf www.podcastbewertung.de und hinterlasse mir eine kurze Bewertung am iPhone. Unten rechts auf die Lupe tippen, nach Markus Meurer suchen, Podcast antippen und auf Bewertung schreiben gehen. Yo, that's it. Peace and out. We'll be right back.